So, hallo, wie angekündigt, schauen wir uns jetzt auch noch Luft-Wasser-Wärmepumpen mit konkreten Produktdaten an. Muss aber gleich vorausschicken, das läuft leider nicht so problemlos, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin jetzt hier schon in einer Variante und gehe direkt in die Anlagentechnik rein, Erzeuger, und habe jetzt hier schon mal ein Produkt ausgewählt. Das war allerdings eine ziemliche Probiererei, da es bei verschiedenen Produkten Abstürze gab. Zum Teil hat er dann gar nicht mehr reagiert und zum Teil absolut unsinnige Ergebnisse. Also da waren COPs hinterlegt von 1 bei manchen Produkten, was jetzt wirklich überhaupt keinen Sinn macht. Es ist auch so, wenn man jetzt hier mal eine stetig geregelt zunächst auswählt und dann in den Produktkatalog geht. Zunächst mal dauert es erst ein bisschen, bis der vorbereitet wird. So, dieser Moment, den es dauert, waren jetzt doch fast 2 Minuten. Und da sind jetzt nur von IDM-Wärmepumpen mit drin, obwohl, ich habe im Gesamtkatalog mal nachgeschaut, eigentlich auch andere modulierend eingegeben sind. Also da komme ich jetzt schon mal nicht so ganz damit zurecht. Wenn wir jetzt hier mal diese iPump uns näher anschauen oder die mal auswählen, dann sehen Sie hier auch ein Problem, das wahrscheinlich zu den etwas unsinnigen Ergebnissen führt. Das ist kein Problem, sondern das ist jetzt zunächst mal, sehen Sie, dass natürlich bei modulierenden Wärmepumpen Leistungen bzw. COPs in mehreren Werten zur selben Quellentemperatur angegeben sind. Im Übrigen sind da auch die Kühl-COPs mit drin. Ansonsten würde jetzt eine Quellentemperatur von 40 Grad Celsius keinen Sinn machen. Meine Vermutung ist, dass nun da die Umrechnung auf die COPs für die jeweiligen Quellentemperaturen, so wie es in der 18599 beschrieben ist, noch nicht richtig funktioniert. Werde ich mit dem Hersteller noch klären. Also Hersteller in dem Fall mit Hottengrot. Ich übernehme das Ganze mal, dass Sie dann auch sehen, was das für ein Ergebnis liefert. Zunächst schauen wir uns aber an, wie die 18599 mit diesen Daten umgeht. Das hier ein Diagramm aus der 18599 Teil 5, der sich mit der Heizung beschäftigt, in dem eigentlich ganz gut dargestellt ist, was man zunächst mal ermitteln muss, bevor man dann mit den Daten arbeiten kann. Hier sind mal die schwarzen Punkte, das sind 3 Messpunkte bei plus 7, 2 und minus 7 Grad Celsius. Und was man aber brauchen, der graue Bereich stellt also hier diesen Regelbereich der Wärmepumpe dar, sind die weißen Punkte, das sind die zu bestimmenden Punkte, also für den jeweiligen Punkt die minimale und die maximale. Und daraus kann man dann tatsächlich erst den Bivalenzpunkt ermitteln. Also Sie sehen, wenn Sie jetzt hier Kurve reinlegen würden in die 3 schwarzen Punkte, dann kommen Sie auf einen komplett anderen oder kommen auf gar keinen Bivalenzpunkt, weil Sie dann eigentlich immer über dem Leistungsbereich liegen, den Sie brauchen. So, und leider ist das jetzt nicht so ganz einfach zu ermitteln, darum erspare ich Ihnen das auch. Also Sie können, wenn Sie Lust haben, da selber mal nachschauen. Gibt verschiedene Verfahren, je nachdem, was für Wärmepumpen man auch hat. Für die Außenluftwärmepumpen findet man dann also hier solche Formeln, mit denen man diese oberen und unteren Werte, die man für die weitere Berechnung braucht und vor allem auch für die Ausnutzungsgrade der Wärmepumpe benötigt werden. So, jetzt ist die IDM-Wärmepumpe mit drin. Dann gehen wir ja nochmal auf die Kennlinien und da sehen Sie, dass das also schon sehr verwirrend ausschaut. Und wir haben jetzt hier eben unterschiedliche Leistungen, auch bei denselben Quellentemperaturen. Das Ergebnis ist jetzt auch eher enttäuschend, weil es schlechter ist als die Standardwerte, die hinterlegt sind für eine einstufige Wärmepumpe. Also wir haben jetzt hier nur noch 66% erneuerbaren Anteil, also Energieanteil aus der Außenluft. Und damit wird natürlich insgesamt unser Wert ungünstiger werden. So, alternativ kann man jetzt hier wieder auf einstufig zurückgehen. Und da gehen wir jetzt auch nochmal in den Katalog rein. Und hier stehen uns jetzt alle möglichen Hersteller zur Verfügung. Ich hatte vorher mal Stibel-Eltron verwendet. Auch da komme ich aber so wirklich nicht damit zurecht. Also hier zum Beispiel bei Wolf, eine aktuelle Wärmepumpe, ist ja hier dieser CHA Monoblock, die auch, was man an den Kennlinien schon sieht,
modulierend arbeiten kann. Aber wenn wir das übernehmen, haben wir wieder das gleiche Problem, dass die also miserabel abschneidet, obwohl das im Moment eine der, was die Leistungszahlen anbelangt, eine der besten Wärmepumpen ist. Ich gehe deswegen jetzt mal zurück auf, es steht hier übrigens auch modulierend dabei, wie Sie hier sehen. Sie erscheint aber nicht, wenn ich von vornherein den Katalog auf modulierend beschränke. Gehen wir nochmal in den Stiebel Eltron rein. Da sehen Sie jetzt so etwas simplere, einstufige Wärmepumpen. Da ist also jetzt, steht zwar jetzt nur drin ohne Typenbeschreibung, ja. Wir können aber hier mal eine auswählen, Außenaufstellung. Warum hier so ein Ausreißer drin ist in den COPs, kann ich Ihnen jetzt auch nicht genau sagen. Und ich würde jetzt die mal übernehmen. Und die kommt jetzt tatsächlich ein bisschen besser raus, ist allerdings einstufig jetzt, als die Standardwerte. Das können wir uns also auch in den Gesamtergebnissen im Variantenvergleich mal anschauen. Nicht verwirren lassen, da sind schon ein paar Lüftungsvarianten auch mit drin. Wir sind also jetzt hier bei der Variante 5 und die führt nochmal zu leichten Verbesserungen gegenüber den Standardwerten. Fazit zu dem Zeitpunkt. Ich kann jetzt auch nicht alle Wärmepumpen, die da eingegeben sind, durchprobieren, habe nur die verwendet, die ich auch in der Praxis jetzt häufiger schon erlebt habe bei solchen Gebäuden und da funktioniert es also nicht wirklich. Mit den Standardwerten arbeiten, solange das jetzt mit den Katalogen oder mit den Produktdaten noch nicht wirklich funktioniert. Man kommt auch mit den Standardwerten zu ganz vernünftigen Ergebnissen. Gut, sobald es hier Neuigkeiten gibt, werde ich den Video nochmal überarbeiten.